Vor rund 40 Jahren baute Hans-Peter Rück sein erstes Buddelschiff. Und er macht es immer noch. Für das Hobby braucht es vor allem eines: Geduld und Zeit. Der gelernte Werkzeugmacher braucht etwa 100 bis 120 Stunden für ein Flaschenschiff. Inspirieren lässt er sich von Bildern alter Segelschiffe. Danach skizziert, sägt und baut er mit einfachen Mitteln die Buddelschiffe zusammen. Doch der Bau lohnt sich kaum für das große Geschäft. Der Absatzmarkt ist klein. Also in meiner ersten Hälfte, wo ich Schiffe gebaut habe, war ein sehr toller Markt da. Da hast du die Schiffe können, der Reihe nach verkaufen, hast du auch gemacht, um einfach das Taschengeld aufzubessern. Zwischenzeitlich, ich war jetzt schon auf der Schiffsmesse, Modellbaumesse, bin dieses Jahr wieder auf der Modellbaumesse mit dem historischen Modellbauclub Lindau. Aber dass jemand kommt und sagt, ich kaufe so ein Schiff, die Chance ist sehr, sehr gering. Selbst wenn er nur 1 Euro pro Stunde verlange, sei es den Leuten zu viel. Die großen Zeiten des Flaschenschiffbaus sind vorbei. Inzwischen macht Hans-Peter Rück die Seemannskunst hauptsächlich einem breiteren Publikum auf Messen und Ausstellungen bekannt. Und dennoch, Rück liebt sein Hobby. Auch wenn ein Großteil der Flaschenschiffe in seinem Keller lagert. Aber was fasziniert ihn an der Arbeit? Die Geschichte und eigentlich der Respekt vor diesen Leuten, wo diese Schiffe gefahren haben. Weil heute wird man sagen, das ist lebensmüde, weil es sind ja sehr viele von denen Schiffe nicht mehr zurückgekommen. Die Schiffe seien spurlos verschwunden. Menschen haben ihr Leben gelassen, um dem Rest der Bevölkerung Tee aus Indien oder Salpeter aus Südamerika zu liefern. Mit den Buddelschiffen wird die Geschichte lebendig gehalten. Die Erlebnisse der Seefahrer, die Geschichte der Segelschiffe und die alte Kunst des Buddelschiffbaus.